Ja, Borussen Bernie, ja, liege ich auf meiner Milbenmatratze, kriege ich kaum noch Luft und ich fahre gleich zum Kardiologen. Und wisst ihr warum? Das sage ich euch jetzt mal warum. Hör mal, Quallen, ja, kennt ihr alle, Quallen. Die haben 650 Millionen Jahre, haben die ohne Gehirn gelebt. Aber selbst die bringen 2-0 und ein 3-2 mit einem Bolzer mehr auf den Platz, über die Bühne. Was stimmt denn nicht mit euch im Bizeps, wenn's eng wird? Aber die Promi-Boxer da aus der beleuchteten Kloschüssel, die lachen sich gerade die Hirschlederhose wund und scheckig. Hör mal, habt ihr keinen Bock auf den Borsigplatz oder was? Ja, da ist ja auch nichts los. Hör mal, wollt ihr mich echt unterm Torf bringen? Wir verlieren die zweite Halbzeit als Champions League-Teilnehmer. Ich wiederhole, Champions League-Teilnehmer. Mit einmal mehr gegen, Achtung, Hinhorn, VfB Stuttgart mit 3-1. Das kann doch nur Spaß sein im Schlüpper. Hör mal, Chelsea, ja, das war schon wenig im Stutzen. Leipzig, Arbeitsverweigerung an der Schippe. München, Hinrichtung, wurden wir versenkt in der Isar. Aber jetzt wird's mal richtig peinlich. Hochbezahlte Profis von Borussia Dortmund. Klar tritt so ein 19-jähriger Welpe, tritt da über die Bocke in der 96. Minute, weil Casey Hummels mal wieder Schnüppchen hat. Aber wo waren denn die ganzen anderen Alten, die richtig Knatters bei uns verdienen in der Szene? Aber wir laufen beim 3-2 mit sehr viel Muscle in einen Konter rein und wir sind sortiert wie bei Ludolfs die Garagekehr. Alter Lachs, ja, ich kenne nicht einen Löwen aus Botswana, der wenn ein Antilope am Hals hat, sie hinterher noch zum Tierarzt bringt. Aber wir kriegen das hin. Nur wir sind so doof. An jede Kreisliga-Truppe, ja? An jeden Grottenholm, an jede Stolperstulle und an jeden schlechten Mittelgewichtsboxer. Auch wenn alle Hauer in der achten Runde weg sind. Oder ihr 2-0 hinten liegt in der Halbzeit. Glaubt an euch, denn es gibt immer irgendwo auf diesem Planeten eine schwarz-gelbe Truppe, die Pechmann-Denken hat und die euch leben lässt, Mensch. Unfassbar. Und deshalb gibt's für mich heute echt nur eins noch zu sagen, ja? Bevor ich runter zum See gehe und vor der Schiffsschraube der Friedrich Harkort laufe. Glückwunsch, VfB Stuttgart, zum Punktgewinn. Ihr habt zwar im Gegensatz zu uns ein Etat für unsere Parkplatzeinnahmen, ja? Aber ihr habt mal gezeigt, wie man eine hocharrogante, selbstverliebte, ohne Kochonestruppe bis aufs Skelett mal richtig blamiert. Und deshalb gibt's für mich nur eins, bevor ich zum Kardiologen fahre. Aber wirklich nur eins. Ich hab fertig, Mensch.